Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Europäerinnen und liebe Europäer, möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserer heutigen Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl, mit Festvortrag, mit einem Grußwort unserer Bürgermeisterin und dann hinterher mit dem Neujahrsempfang. Besonders begrüßen möchte ich natürlich unsere Ehrengäste, an ihrer Spitze Frau Eva Lux, die Vorsitzende der SPD in Leverkusen, die Landtagsabgeordnete in Düsseldorf und sie ist heute die Hausherrin hier, denn das Schloss und diesen wunderschönen Spiegelsaal verdanken wir der Großzügigkeit der Stadt Leverkusen, an ihrer Spitze Eva Lux. Und so herzlich begrüße ich unseren Festredner, Herrn Dr. Klaus Hensch, der 20 Jahre sozialdemokratischer Europaabgeordneter war, von 1979 bis 2009. Und er war auch eine halbe Periode lang Parlamentspräsident. Herzlich willkommen in Leverkusen. Sein Festvertrag hat den Titel Ist Europa in guter Verfassung? Und das ist ein Fragezeichen, da gibt es sicher auch einige dicke Fragezeichen, aber das wird sicher der Höhepunkt des heutigen Abends werden. Ebenso herzlich begrüße ich seinen Parteifreund Wolfgang Kuschke, den Landesvorsitzenden der Europa-Union NRW, den ehemaligen Europaminister NRW und seit letztem Jahr auch Mitglied im Beirat der Europa-Union Leverkusen. Herzlich willkommen. Außerdem begrüße ich ganz herzlich unser Vorstandsmitglied Ernst Küchler, der heute noch eine schwierige Aufgabe zu bewältigen hat. Er wird nämlich die Vorstandswahlen leiten. Er war Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen und hat also mit diesen Dingen Erfahrung. Und Herr Robert Keiner begrüße ich besonders freundlich. Schön, dass du da bist. Die Teilnahme so vieler prominenter SPD-Mitglieder ist für uns eine große Ehre. Aber natürlich sind auch alle anderen Europäer hier heute herzlich willkommen. Wir haben da eine ernste Zeit, eine Zeit der Bewährung, der Besinnung und der Bereitschaft, aktiv für ein friedliches Europa einzutreten, insbesondere für unsere europäischen Freunde in Frankreich. Daran möchte ich Sie zu Beginn unserer Mitgliederversammlung erinnern, Ihnen zurufen, nous sommes Charlie, und Sie bitten, sich zu erheben. Der furchtbare Terror in Frankreich hat uns ja alle erschüttert. Unsere innigen Gedanken des Mitgefühls und der Anteilnahme sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Dieser Terror war eine Ausgeburt von Hass und Selbstjustiz, die drei Terroristen in einer Person vereinigt haben. Sie waren selber Richter und Henker und haben 17 unschuldige Opfer auf dem Gewissen. Sie wollten Europa polarisieren und vor allen Dingen spalten. Und das ist genau ins Gegenteil umgeschlagen. Denn wir hatten ja am Sonntag eine Demonstration, wie ich sie noch nie in meinem Leben erlebt habe. 1,5 Millionen haben in Paris ihre gemeinsame europäische Demonstration für Menschenrechte, für Vielfalt und für Toleranz zur Schau gestellt. Das war wirklich das Eindrucksvollste, was man sich vorstellen kann. Besonders gefreut haben mich die mitmarschierenden Repräsentanten des Islam, denn ich denke, die Zeiten, wo also die Hassprediger immer noch in Moscheen ihr schlimmes Werk vollführen durften, die gehen jetzt zu Ende. Ich denke, die Worte von Christian Wulff sind hier ganz richtig. Auch der Islam gehört zu Deutschland und den Einsatz für Völkerverständigung und Toleranz hat ja die Leverkusener Europa-Union sogar als Vereinsziel in ihrer Satzung verankert. Und der Leverkusener Islamrat hat mir einen langen Brief geschrieben, in dem er den Friedenswillen unserer muslimischen Mitbürger betont. Das lässt hoffen. Wir Leverkusener Europäer veranstalten seit 1988 einen europäischen Gottesdienst, an dem Christen, Juden, Muslime und Buddhisten sich gleichberechtigt beteiligen. Das ist für mich ein Vorbild für das friedenstiftende Europa. Wir wollen ein friedliches Europa mit Gedanken- und Glaubensfreiheit. Und wenn wir uns alle aktiv in diesen europäischen Friedensprozess einbringen, werden wir das auch schaffen.
aber wir müssen uns wirklich aktiv einbringen. Wir freuen uns über jeden Europäer, der aus seiner stillen Sympathie für ein friedliches Europa ein offenes Bekenntnis macht und Mitglied der Europa-Union wird. Wir wollen, wie es so schön heißt, in Vielfalt vereinen, gemeinsam Frieden in Europa. Sie haben sich zu Ehren der Terroropfer von ihren Plätzen erhoben. Danke Ihnen. Außergewöhnliche Zeiten. Aber jetzt kommen wir zu ganz gewöhnlichen Zeiten, nämlich zur Eröffnung und Begrüßung und satzungsmäßigen Feststellung Punkt 1 unserer Tagesordnung. Ich stelle fest, die Einladung ist fristgemäß zugegangen. Ich lasse ja immer einen Brief an mich selber laufen und er ist am 24.12. bei mir postalisch eingegangen. Damit sind wir also satzungsgemäß beschlussfähig und die Mitgliederversammlung kann also ordentlich durchgeführt werden. Es folgt nun unser Punkt 2, der Jahresbericht des Vorsitzenden. Und da kann ich Ihnen sagen, auch in diesem Jahr bin ich in der glücklichen Lage, Ihnen wieder einen positiven Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2014 geben zu können. Wie immer möchte ich mich auf die wichtigsten Punkte beschränken. Als erstes interessiert natürlich immer die Mitgliederentwicklung. Da hatten wir 2014 mit 13 neuen Mitgliedern eine erfreuliche Entwicklung und in diesem Jahr haben wir auch schon wieder ein neues Mitglied aufgenommen, Frau Gisela Schäfer-Klaus, die Vorsitzende des Freudenthaler-Sensenhammer Fördervereins. Ich habe sie noch gar nicht begrüßt. Da ist sie, liebe Frau Schäfer-Klaus. Herzlich willkommen bei den Leverkusener Europäern. Für Sie haben wir auch eine weitere Ehrung vorgesehen. Wir möchten Sie nämlich auch in unseren Beirat aufnehmen. Da passen Sie genau gut rein. Natürlich ist ein so großer Kreisverband mit etwa 250 Mitgliedern, wie wir sind, und mit einem hohen Durchschnittsalter doch leider auch so, dass viele aus Altersgründen uns auch immer wieder verlassen. Und so hatten wir 2014 10 Austritte, die meisten, wie gesagt, altersbedingt. Und einige Mitglieder haben sich leider für immer von uns verabschiedet, so wie heute die Trauerfeier war für unseren kommunalpolitischen SPD-Kollegen Heinz-Gerd Bast. Ich möchte Sie bitten, sich zu erheben. 2014 starben unsere Europäer Heinz-Walter Gerling im Alter von 80 Jahren, Herr Edelhard Zülsig im Alter von 86 Jahren, Herr Silvio Nolles im Alter von 69 Jahren und Herr Adolf Jung, der große Europäer, Musiker, Sportler und als Adi der Fanfarenjung, auch Ritter des Humors zu Leverkusen im Alter von 86 Jahren. Und wie gesagt, kurz vor Jahresende im Alter von nur 67 Jahren starb der angesehene sozialdemokratische Kommunalpolitiker Heinz-Gerd Bast, der auch bei uns im Beirat war und dessen Trauerfeier heute Mittag. Es ist schwer, sich gerade von wichtigen Europäern verabschieden zu müssen. Sie haben sich zu Ehren unserer Toten von den Plätzen erhoben. Danke. Wie jedes Jahr waren auch 2014 unsere beiden Großveranstaltungen sehr erfolgreich. Der Neujahrsempfang am 16. Januar vor einem Jahr mit dem Festvortrag von Herrn Armin Laschet, dem CDU-Vorsitzenden NRW, ergab ein fundiertes Plädoyer für Europa und das erwarten wir heute auch wieder. Herr Helms, gucken Sie ganz zuversichtlich. Am 22. Juni war das Leverkusener Europafest 2014 mit dem Europäischen Gottesdienst hier im Schloss Mosbroch. Es war sicher der zweite Höhepunkt unseres Europajahres 2014. Der Europäische Gottesdienst, an dem Christen, Juden, Muslime und Buddhisten mitwirken, wurde erstmals eigenständig vom Leverkusener Rat der Religionen gestaltet, der auf Anregung der Europa-Union Leverkusen entstanden ist. Wir veranstalten diesen in Deutschland bisher wohl einmaligen interreligiösen Gottesdienst bereits seit 1988. Denn Frieden unter den Völkern, das ist die Lehre von Hans Küng, gibt es nur bei Frieden unter den Religionen und das funktioniert Gott sei Dank in Leverkusen bestens. Die Verantwortung für den Europäischen Gottesdienst wird in Zukunft unser Beiratsmitglied Ursula Bonheim wahrnehmen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Dazu kam wieder das vom Integrationsrat organisierte Fußballturnier der Leverkusener, ich sage das mal in Anführungszeichen, Nationalmannschaften,
denn viele unserer ausländischen Vereine haben eigene Fußballmannschaften. Das sind also bessere Thekenmannschaften, aber die kämpfen dann ganz gewaltig um die von der Europa-Union gestifteten und vom Oberbürgermeister überreichten Leverkusener Europapokal. Es ist also ein Spiel an Kleinfeldern mit Amateuren und es wird auch nur 215 Minuten gespielt, länger können die gar nicht laufen. Aber es ist immer sehr lustig und sehr ernsthaft auch und es gibt nicht nur die sechs Pokale, der Siegerpokal ist ein Wanderpokal, sondern es gibt immer auch von den Schiedsrichtern noch einen Fairnesspokal für die Mannschaft mit den wenigsten Fouls. Übrigens im Jahre 2014 haben die Amateurfußballer des marokkanischen Moscheevereins den Leverkusener Europapokal gewonnen. Es gab auch wieder zwei europäische Frühschoppen. Unsere Themen waren im April Frankreich mit Ernst Küchler als frankreichkundigen Referenten und im September Großbritannien mit Michael Gutbier als exzellenten Kenner Großbritanniens. Wir machten auch wieder interessante Studienfahrten, fünfmal nach Brüssel, einmal mit den Schülerpreisträgern haben wir hier das Europa-Quiz Preisträger geehrt, zusammen mit Wolfram Kuschel und Herbert Reul. Dann waren wir, das war übrigens eine ganz wichtige Veranstaltung in unserer Europaschule, Freier vom Stein-Gymnasium. Dort haben wir das Glück, einen sehr engagierten Europalehrer zu haben, Herrn Niklas Stelzmann, dem ich auch von hier aus nochmal herzlich danken möchte. Ist er hier? Ja. Niklas, dein Applaus. Ein engagierter Europäer. Die großen Studienfahrten gingen im April mal nach Berlin, im Juni ins Baltikum und im Oktober nach Südtirol. Und die Anmeldungen zu diesen ganzen Studienfahrten, ob kurz oder lang, erfordern großen organisatorischen Aufwand. Aber unser Reisebüroleiter, Dieter Preuß, hat das alles bestens im Griff. Lieber Dieter, du bist nicht nur als Reisebüroleiter, sondern auch als Geschäftsführer der Europa-Union Leverkusen unersetzlich, die Leverkusener Europäer sagen wir ganz herzlichen Dank. Natürlich kümmerten wir uns auch um die künstlerische Darstellung Europas. Dabei hat unser für Kunst zuständiges Vorstandsmitglied Elenlo Bachmann, ihr Künstlername ist Eloba, wichtige Akzente gesetzt. Am 5. Mai eröffnete der Skulpturenpark im Sinneswald in Leichlingen eine Kunstausstellung und dabei hauptsächlich ihre schönen europäischen Fahnenbilder. Und Eloba wird 2015 zum sechsten Mal, wir machen das im olympischen Rhythmus, alle vier Jahre, unseren großen europäischen Künstlerwettbewerb zum Thema Künstler entdecken Europa durchführen. Beim letzten Mal hatten wir 124 Kunstwerke als Einsendung und morgen bin ich beim Chef der EVL. Er hat mir zugesagt, wir kriegen wieder 1.000 Euro Preisgeld gesponsert. Das war übrigens auf Vermittlung von Eva Lux. Herzlichen Dank. Auch mein Europa-Vortrag habe ich wieder 15 Mal gehalten, unter anderem zur Eröffnung des Studienjahres der Volkshochschule Bergisch-Gladbach. Und bei den Reisen und so. Er liegt übrigens draußen aus, wer ihn nachlesen will. Es ist eine Kurzfassung, nennt sich Brauchen wir Europa? Und natürlich lässt sich nicht vermeiden, dass ich diese Frage mit Ja beantworte. Wir wollen natürlich unser umfangreiches Angebot auch 2015 wieder fortsetzen. Die Jahresprogramme liegen aus und ich hoffe, wir haben wieder eine rege Beteiligung. Die meisten Fahrten sind ausgebucht. Liegt auch daran, dass die ganze Betreuung dieser Reise kostenlos erfolgt, ehrenamtlich erfolgt. Ich bin inzwischen Stadtführer in Berlin, in Brüssel und in Frankfurt, weil ich so oft da bin und es macht mir auch sehr viel Spaß. Und wir machen also diese Reisen nicht nur als ernste Studienfahrten, sondern auch immer ein bisschen mit Spaßfaktor. Ab und zu mal ein Witzchen und dann läuft das Ganze viel besser. Zurück zum Jahresrückblick 2014. Die erfolgreiche Arbeit unseres Kreisverbandes war vorrangig das Ergebnis eines engagiert arbeitenden Vorstandes mit sehr vielen Vorstandsmitgliedern, die sich alle ihre Arbeitsgebiete eingeteilt haben und so konnten wir auf ehrenamtlicher Basis ganz viele verschiedene Gebiete erfolgreich beackern. Das heißt, Damen und Schatzmeisterin, mit ganz wenig Geld ganz viel bewegen.
allen aktiven Europäern innerhalb und außerhalb unseres Vorstandes sage ich dafür unseren herzlichen Dank. Natürlich kann die Europa-Union bei allem Engagement all diese Aktivitäten nicht alleine schultern. Deshalb gehört es zu den guten Traditionen unseres Kreisverbandes, alle seine Aktivitäten, bis auf die heutige Mitgliederversammlung im Neujahrsempfang, stets in Zusammenarbeit mit geeigneten Partnern durchzuführen. Dazu zählen zunächst alle, die mit uns gemeinsam die Leverkusener Städtepartnerschaften pflegen. Weitere wichtige Partner sind für uns der Integrationsrat Leverkusen mit seinen vielen Vereinen, die Kulturstadt Lev mit Volkshochschule und Musikschule, die Sparkasse, die EVL und andere städtische Einrichtungen, die politischen Parteien, die Religionsgemeinschaften und. Wir sind also gut vernetzt und ganz wichtig ist für uns natürlich auch die gute Zusammenarbeit mit Radio Leverkusen und unserer kommunalen Presse. Abschließend darf ich auch persönlich feststellen, es macht nicht nur Arbeit für Europa aktiv zu sein, sondern auch Freude und das schon seit vielen Jahren. Ich wurde am 27. August 1985 zum Vorsitzenden der Europa-Union Leverkusen gewählt und hatte 2010 so eine Art Silberjubiläum. Ich kann Ihnen versichern, der langjährige Einsatz für Europa macht mir auch weiterhin Freude. Dass Sie diese Freude mit mir teilen, dafür danke ich Ihnen. Und je mehr Mitbürger aus ihrer stillen Sympathie für Europa ein offenes Bekenntnis machen, sich für Toleranz und Völkerverständigung einsetzen wollen und Mitglied der Europa-Union werden, umso mehr beflügelt das unsere Arbeit. Das freut besonders unsere Schatzmeisterin Marlene Plümmer, die nun das Wort hat, mit 50 Euro Jahresbeitrag für Mitglieder und 25 für den Partner sind unsere Jahresbeiträge wahrlich nicht hoch. Und das sollte uns der Einsatz für ein friedliches Europa wirklich wert sein. Ich wünsche uns jetzt noch eine schöne, erfolgreiche Hauptversammlung, einen interessanten Vortrag von Herrn Dr. Klaus Hensch, eine spannende Diskussion mit ihm und einen gelungenen Neujahrsempfang, den unsere Bürgermeisterin Eva Lux dann mit einem Grußwort eröffnen wird. Das reichhaltige Buffet hat wieder unser Vorstandsmitglied, Frau Ulla Tenhövel, organisiert. Große Teile der Leckereien haben unsere Vorstandsmitglieder und ihre Partnerinnen beigesteuert. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Ja, das war's. Ich wünsche Ihnen allen ein friedliches, ein gesegnetes, vor allem aber ein gesundes neues Jahr und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Meine Damen und Herren, liebe Mitglieder und Gäste, voranstellen möchte ich, dass unser Gesamtumsatz wegen dreier großer Reisen im letzten Jahr besonders hoch ist. Erstens hatten wir eine Flugreise ins Baltikum und zwei Busreisen nach Berlin und Südtirol. Insgesamt betrugen allein die Reiseeinnahmen 117.000 Euro. Die Ausgaben für diese Reisen beliefen sich auf 110.000 Euro ungefähr. Alle Reisen, auch die Tagesausflüge, rechneten mit einem Überschuss ab. Jetzt kommen wir zur reinen Kasse. Den Einnahmen des Jahres 2014 in Höhe von knapp 130.000 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 125.000 Euro gegenüber. Die Bilanz des Geschäftsjahres 2014 hat daher erfreulicherweise einen Überschuss in Höhe von mehr als 5.000 Euro. Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden sind gegenüber dem Vorjahr in etwa gleich geblieben. Auch die allgemeinen Ausgaben, die Fahrtkosten, Vereinsmitteilungen, Büromaterial und so weiter, haben sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2013 kaum verändert. Die größten Posten auf der Ausgabenseite sind neben den Reiseausgaben unser Beitragsanteil an den Landesverband, die Ausgaben für Veranstaltungen wie Sinneswald, Europabaum, Europafest und den Neujahrsempfang und weitere Aktivitäten. Gegenüber dem Jahresanfang 2040 hat sich der Kontostand um knapp 6.100 erhöht. Er beträgt jetzt zum 31.12.2014 17.660 Euro. Der Bestand am Anfang des Jahres war 11.567 Euro. Hierin enthalten ist ein Betrag von 1.500 Euro an
Anzahlung auf Reisen für dieses kommende Jahr. Der Haushalt unseres Kreisverbandes ist bestens aufgestellt. Geplanten Aktionen wie Künstlerwettbewerb, Europafest, europäischen Frühstoppen und anderen Veranstaltungen steht finanziell nichts im Wege. Dankeschön. Ja, das Wort hat nun unsere Kassenprüfer. Ja. Oh, da gibt es, Moment, ich habe einen Punkt übersehen. Hier ist noch der Tagesordnungspunkt Diskussion der Berichte. Wer wünscht das Wort zu diesen beiden Berichten? Das ist nicht der Fall, dann kommen wir doch zum Kassenbericht. Das ist der Herr Spitz. Und er und der Herr Neu haben die Kasse nicht nur geprüft, sondern haben mir eben auch versichert, die würden das auch weiterhin machen. Wir müssen die nämlich heute auch noch wählen, haben wir die Tagesordnung vergessen. Am vergangenen Mittwoch, dem 7. Januar, haben Herr Neu Olaf Zeit geschmarrt. Und durch die Kassenprüfung bei der Europa-Union Leverkusen vorgenommen. Wir haben Einblick in alle Unterlagen genommen, ausführliche Gespräche geführt, Stichproben bei Einzelposten und Belegen gemacht. Wir haben keine Beanstandungen festgestellt und schlagen deshalb die Entlastung der Schatzmeisterin noch immer vor. Wir kommen damit. Kommt doch hier rüber. Wir kommen damit zur Abstimmung und ich schlage vor, dass wir gleichzeitig über die Entlastung des Gesamtvorstandes abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? Keine? Gibt es Enthaltungen? Damit hat die Mitgliederversammlung der Europa-Union Leverkusen den Gesamtvorstand entlastet. Ich bin der Meinung, dass die anwesenden Mitglieder damit einverstanden sind, wenn wir dem Vorstand mit einem kräftigen Applaus für die Arbeit im vergangenen Jahr danken und ihm für die Arbeit im neuen Jahr viel Erfolg wünschen. Ja, damit haben wir den Vorstand entlastet. Herzlichen Dank für dieses Vertrauen. Und jetzt geht es um die Neuwahl bzw. Wiederwahl des Vorstandes. Und dazu ergebe ich an unseren Wahlleiter Ernst Küchler. Ja, herzlichen Dank. Ich habe die dankbare Aufgabe, nun die Wahlen für den neuen Vorstand durchzuführen. Und ich denke, das geht relativ flott und lautlos. Der Vorstand wird Vorschläge machen, ich werde sie Ihnen vortragen. Wenn Sie weitergehende Vorschläge haben, müssen Sie sich äußern oder Kandidaten benennen. Dann kommt es zur jeweiligen Abstimmung beim BGB-Vorstand. Der besteht aus dem Vorsitzenden, den drei Stellvertretern, dem Schriftführer, dem Geschäftsführer und der Schatzmeisterin. Nehmen wir Einzelwahlen vor. Und bei den Beisitzern schlage ich vor, dass wir eine Listenwahl machen. Das heißt, ich werde dann alle Namen hier finden und dann haben Sie zu entscheiden, ob Sie das noch ergänzen wollen oder ob Sie Gegenkandidaturen vorschlagen oder stehen wir geschlossen ab. Ob wir offen abstimmen oder geheim abstimmen, das frage ich Sie dann jeweils. Wenn eine geheime Abstimmung beantragt wird, dann ist dies natürlich jederzeit auch möglich. Wir beginnen bei der Wahl des Vorsitzenden. Vorgeschlagen wird Dr. Hans-Georg Meyer. Gibt es weitere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Wird geheime Abstimmung beantragt? Das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir offen ab. Wer dafür ist, dass Hans-Georg Meyer auch in der kommenden Legislaturperiode, wenn ich das mal, den Vorsitz übernimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen, Enthaltungen, damit ist Hans-Georg Meyer einstimmig wiedergewählt worden. Als nächstes haben wir drei stellvertretende Vorsitzende
zu wählen, die sich unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten widmen, wie zum Beispiel Städtepartnerschaften, Schulen und so weiter. Ich lese Ihnen die Vorschläge vor. Vorgeschlagen wird Uwe Bräutigam, der seinen Arbeitsschwerpunkt im Bereich der Städtepartnerschaften sieht, wo er auch beruflich aktiv ist. Frau Hiltrud Meyer-Engelen sitzt hier vorne, die sich auch insbesondere, was die Aktivitäten oder das Thema Europa in den Schulen angeht, engagiert. Und es wird neu vorgeschlagen als stellvertretender Vorsitzender Lukas Melzig, der heute aus der unter da, ah ja, da ist er doch da, der sich vielleicht auch kurz vorstellen will. Ich würde weil die anderen beiden sind hinreichend bekannt, glaube ich, hier im Kreis, wenn der Wunsch besteht. Lukas, wolltest du dich kurz mal vorstellen? Komm doch einfach mal vor. So, damit sich auch jeder hört. Ja, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Bürgermeisterin Lux, Herr Dr. Meyer, guten Abend. Ja, mein Name ist Lukas Melzig, ich bin 22 Jahre alt, habe vor kurzem fast meine Ausbildung beendet, stehe kurz vor dem Abschluss und hatte vor 3 Jahren Abitur gemacht. Bin selber Mitglied in der CDU, dort Bezirksvertreter im Stadtbezirk 2 und hier Vorsitzender der Union in Leverkusen. Ja, warum Europa-Union? Also meine erste Berührung mit Europa hatte ich eigentlich mit den Euro-Münzen 2002. Da war ich eigentlich in der Bank ganz schnell und habe da die Euro-Münzen in diesem Starter-Kit gekauft. Und ja, das war meine erste Berührung mit Europa. Und dann hatte ich auch 2008 eine gemeinsame Fahrt mit der Frau Meyer-Engelen gemacht nach Brüssel, wo ich durch meine Schule an einem Europa-Quiz der Europa-Union teilnehmen konnte und da dann auch gewonnen habe. Ja, heute ist Europa und besonders für mich die Europäische Union ein Anker des Friedens und der Freiheit und auch vielleicht nicht mal der finanziellen Stabilität, aber der gemeinsame Zusammenschluss der Länder hier bindet ein starkes Europa und gibt den Menschen hier in dieser Europäischen Union auch seine Stabilität. Aber dennoch stellt man sich natürlich auch, oder sollte man sich unabhängig von der Parteizugehörigkeit zu Europa bekennen. Also nicht, dass man sagt, SPD, Grüne, CDU, FDP, man sollte da die Themen gemeinsam anpacken, die in Europa anfallen und für die Menschen in der EU kämpfen und sich einsetzen und dazu seinen Teil beitragen. Und das möchte ich dann gerne hier in der Europa-Union leben. Danke. Vielen Dank, Lukas. Ich frage, gibt es weitere Vorschläge für die stellvertretenden Vorsitzenden? Das ist nicht der Fall. Da lasse ich jetzt einzeln abstimmen. Wer ist dafür, dass auch Uwe Bräutigam weiter als stellvertretender Vorsitzender in der Europa-Union mitarbeitet? Ich bitte um das Handzeichen. Gegenprobe. Enthaltungen. Achso, Entschuldigung. Die einzige Enthaltung könnte ja auch noch verhindert. Damit ist Uwe Bräutigam einstimmig wiedergewählt worden als stellvertretender Vorsitzender. Ich gehe davon aus, dass er die Wahl annimmt. Ich danke Ihnen sehr und nehme die Wahl gerne an. Auch hier auf der Tafel als stellvertretender Vorsitzender festhalten. Und ich frage Sie, zu Hiltrud Meyer-Engelen. Wollen Sie, dass Sie weiterhin im Vorstand in dieser Funktion mitarbeiten? Wir bitten Sie um das Handzeichen. Gegenprobe, Enthaltungen, bei Enthaltung der Betroffenen einstimmig wiedergewählt. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank, ich gehe davon aus, dass wir die So, und nun kommen wir zum dritten stellvertretenden Vorsitzenden, Lukas Melzig, der sich gerade vorgestellt hat. Gibt es weitere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Wer für Lukas Melzig stimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen, Enthaltungen, damit ist er einstimmig gewählt. Ich nehme an, ich gehe davon aus, du nimmst die Wahl an. Ja, vielen Dank. Okay.
Damit hätten wir die Stellvertreter gewählt und kommen nun zum Geschäftsführer. Vorgeschlagen wird der bisherige Amtsinhaber, letztes Mal Dieter Preuß, der hier auch die Aufgabe der Tafel übernimmt. Gibt es weitere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann frage ich Sie, sind Sie mit dieser Wahl einverstanden? Dann geben Sie bitte ein Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Damit ist er einstimmig wiedergewählt. Ich gehe davon aus, Sie führen die Wahl an. Danke für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit und ich nehme die Wahl an. Vielen Dank. Dankeschön. Nun kommen wir zur Wahl der Schriftführerin. Vorgeschlagen wird Helga Seliger. Frau Seliger? Ja. Gibt es weitere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich abstimmen. Wer für Frau Seliger stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Damit sind auch Sie einstimmig wiedergewählt worden. Herzlichen Dank. Okay. Ich nehme an, Sie nehmen die Wahl an. Okay, ich nehme die Wahl an. So, kommen wir zur letzten Einzelwahl. Das ist die Wahl der Schatzmeisterin, Marlene Plümmer, die uns so viel Erfreuliches erzählt hat über die Kassenlage. Gibt es weitere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer für Frau Plümmer stimmen will, bitte ich das Handzeichen. Wer ist dagegen? Enthaltungen? Damit ist auch Sie einstimmig. Sie nehmen die Wahl an. Dankeschön. So, jetzt kommen wir zu einer Listenwahl. Wir haben jetzt noch die Beisitzer zu wählen. Der Vorstand macht Ihnen einen Vorschlag, den Sie ergänzen können oder auch den Sie abändern können mit Ihrem Vorschlag. Vorgeschlagen werden. Sollte die Einzelnen sich vorstellen lassen oder vielleicht mal kurz aufstehen, damit man sich zumindest sieht und erkennt. Das ist Egon Baumgarten. Hier vorne. Oder Budde, der von Leut, ist nicht anwesend. Studienbedingt oder wie auch immer, verschwunden. Sie waren ja Studierende woanders, den habe ich jetzt nachher nicht mehr zu sich bekommen. War bisher Beisitzer. So, heißt das, der Vorschlag gilt jetzt nicht mehr, oder? Also wir haben gehofft, dass er sich noch meldet, aber er hat sich nicht gemeldet. Oder hat jemand eine Lebenszeit von Herrn Budde bekommen? Nein. Das ist nicht der Fall, dann würde ich vorschlagen, stimmen wir erstmal nicht über Herrn Budde ab, weil das wäre ja auch ohne seine Anwesenheit, aber auch hätte er nicht mehr vorgeschlagen. Gut, dann hätten wir Christoph Hartwig. Das sehe ich unser Internet. Ein Ding, ne? Ja. Na, dann haben wir Ulla Terhöbel für Veranstaltungen. Dann Ernst Büchler, bin ich. Dann Ellen Loh-Bachmann für die Kunst. Dann Reinhard Lührs für die Technik. Punkt. Einwandfrei. Rolf Plümmer, Kontakt zur Casino-Gesellschaft Dormagen. Reiseleiter, ganz wichtig. Und auch Reiseleiter. Bernd Schiefer, ja, Kolumnen schreibt. Dann Niklas Stelzmann vom Freien Scheinbürger, der ja vorhin schon auch lobend erwähnt wurde, als Europalehrer sozusagen. Gerd Strube von der Volkshochschule. Er ist heute entschuldigt. Wichtig, das ist ein guter Grund. Und Volkshochschule ist ein wichtiger Partner für die Europa-Union. Und Ulrich Rokulat, den habe ich noch nicht gesehen, aber arbeitet bisher auch immer rege in der Europa-Union mit, soweit ich das beurteilen kann. Ich frage, gibt es weitere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Wird geheime Abstimmung beantragt? Der Schwanz im Moment hoffentlich nicht. Dann können wir jetzt en bloc abstimmen.
also als Liste, wer dieser Liste zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. Wer ist gegen diese Liste? Ja, den holen wir dann gleich mal nach. Jetzt machen wir das erst zu Ende. Wir sind jetzt mitten in der Abstimmung und ich frage nach den Enthaltungen. Damit ist diese Liste angenommen von der Versammlung, einstimmig. Ich gehe davon aus, dass alle, die sich hier gemeldet haben und vorgestellt haben, auch die Wahl annehmen, sonst hätten sie sich ja noch nicht vorgestellt. Wir haben jetzt noch eine weitere Nominierung. Herr Vorsitzender, ist das so? Wilfried Wahl, darf ich, der ist auch hier. Ja, das ist dann. Weil wahrscheinlich bin ich ein Heimkehrer, Rückkehrer oder. Er war schon mal im Jahr. Ladder und bin Zug und habe mich in diesem Jahr in einem europäischen Gesprächskreis. Das ist schlecht, das Mikrofon nehmen, weil man mich ganz schlecht hört. Ja, dieser Vorfall kann man nicht wirklich leicht erklären, weil die in Köln wohne, aber Jahrzehnte hier in Leverkusen gewohnt habe und da auch europäisch tätig war. Und ich finde es schön, dass ich auf meinen alten jungen Tage hier noch etwas kräftig unterstützen kann und das will ich auch gerne tun. Danke, das war die Wahl. Wir holen jetzt diese Abstimmung noch nach. Oder gibt es noch weitere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Wer für Wilfried Wahl als weiterer Beisitzer stimmen will, bitte über das Handzeichen. Gegenprobe, Enthaltungen, damit ist auch er einstimmig. So, wir haben jetzt noch. Wir haben jetzt noch zu wählen 5 Delegierte und 5 Ersatzdelegierte zur Landesversammlung. Dazu unterbreitet Ihnen der Vorstand einen Personalvorschlag, ein Paket sozusagen, das Sie hoffentlich nicht aufstören. Ich lese Ihnen mal die Namen vor, also 5 Delegierte, 5 Ersatzdelegierte zur Landesversammlung. Egon Baumgarten, Robert Budde, Reitschen, dann fehlt wahrscheinlich noch einer, Ellenloh Bachmann, Reinhard Lürs, Hiltrud Meyer-Engelen, Hans-Georg Meyer, Dieter Preuß, Bernd Schiefer, Olaf Tenhöbel. Uwe Bräutigam nimmt als stellvertretender Landesvorsitzender teil. So. Fehlt uns jetzt einer? Ich hätte es nicht mitgefällt, wenn wir Herrn Budde. Ersatzdelegierter, dann haben wir einen zu wenig. Oder möchte jemand gerne als Ersatzdelegierter nominieren? Ich bin hier Helga. Helga Seliger. Helga Seliger. Ersatzdelegierter. Kommt hier noch dazu als eine des Ersatzdelegierten. Wenn Sie diesem Paket zustimmen wollen, dann bitte ich Sie um das Handzeichen. Die letzte Abstimmung. Nein, vorletzte. Vorletzte, okay. Machen wir gleich. Wer ist dagegen? Enthaltungen, damit ist dieses Personalpaket so angenommen worden. Nun höre ich vom Vorsitzenden, es gibt noch einen weiteren. Wir müssen noch formell abstimmen. Unsere beiden tollen Kassenprüfer wirklich auch in ihrem Amt bestätigt werden. Herr Spitz und Herr Neu. Könnt ihr mal die Folge zeigen? Und Sie sind auch bereit, das nochmal zu erwähnen. Das ist sehr hilfreich. Ganz herzlichen Dank. Und mit diesem Applaus sind Sie auch schon gewählt. Wenn ich mir diese kleine Falle erlauben darf. Formal nicht ganz richtig, aber herzlichen Dank. Und damit sind, glaube ich, alle Wahlgänge erfolgreich abgeschlossen. Ich hoffe, dass der neue Vorstand genauso engagiert weiterarbeitet. Mit so einem tollen Wahlleiter kann gar nicht schimpfen. Ja, okay. Ihr habt ja auch gut vorbereitet. Herzlichen Dank und wir können in der Tagesordnung fortfahren. Ja, lieber Herr, herzlichen Dank. Das klappt ja wunderbar. Jetzt haben wir den Beirat zu bestätigen. Das ist also ein Honoratiorenkreis
aus engagierten Europäern und auch anderen wichtigen Persönlichkeiten. Und der wird also jedes vom Vorstand ernannt und von der Mitgliederversammlung bestätigt. Und der Dieter Preuß zeigt Ihnen jetzt mal die Liste, wie der aussieht. Kannst du rausziehen. Alles, was in Leverkusen Rang und Namen hat, steht drauf. Es geht an mit Marc Adomat, dem Kulturdezernenten. Igor Baumgart kann nicht mehr für den Beirat kandidieren, denn er ist jetzt Vorstand eben gewählt worden. Egon, du hast dich also quasi fast verbessert. Martin Hühner ist Vorsitzender der Deutsch-Französischen Gesellschaft. Reinhard Buchholz, unser Oberbürgermeister. Paul Hebbel, unser Oberbürgermeister AD. Manfred Herpolzheimer von der Sparkasse Leverkusen. Wolfram Kuschke von der Europa-Union NRW. Wilfried Lahne von der Arbeiterwohlfahrt. Eva Lux, unsere Bürgermeisterin und Landtagsabgeordnete, also bin ich sehr stolz drauf. Dr. Walter Mende, ehemaliger OB. Ursula Monheim, die Landtagsabgeordnete AD. Helmut Nowak, unser Bundestagsabgeordneter. Dann Angelika Oelke, die Kolpik vertritt. Jürgen Obert, der die Musikschule leitet. Wolfgang Pauls, der das TBT Wohnhaus Upladin leitet, wo wir unser ständiges Standquartier haben. Herbert Reul, unser schon Europaabgeordneter, ist auch Mitglied bei uns. Hans-Jörg Schäfer vom Vorstand der Volksbank Rhein-Wupper. Rüdiger Scholz vom Bund der Vertriebenen. Frank Stein, der Stadtkämmerer. Heinz-Peter Teller, der Stadt Bekannt. Ilona Bemerker, die Leiterin der Europaschule in Rheindorf, Sternenschule. Axel Voss, unser Europaabgeordneter aus Bonn. Und Dorothee Willers-Klein, die Vorsitzende von der Deutsch. Ja, bitte. Frau Schepper-Klaus. Und neu jetzt Gisela Schepper-Klaus vom Förderverein Freudenthaler Sensenhammer. Da erscheint sie auch. Das ist unser Beirat, der uns in unserer Arbeit unterstützt. Er tagt eigentlich fast nie, sondern das ist einfach die Bereitschaft, dass ich mal an oder ein anderer mal anrufen darf und mal eine Fälligkeit erbitten darf oder mal eine Tür aufgemacht wird oder sonst wie irgendwie, was man eben so braucht und was man heutzutage Netzwerkarbeit nennt. Und das ist also unser wichtigstes Netzwerk. Ja, wenn Sie wir brauchen nicht formal abstimmen, aber wir können erfahren, ist jemand gegen eines dieser Beiratsmitglieder? Enthält sich jemand? Dann sind die einstimmig so gestimmt. Herzlichen Dank. Dann jetzt haben wir als letzten Punkt der Tagesordnung noch die Ehrung ausscheidender Vorstands- und Beiratsmitglieder. Das wird in bewährter Weise Ellen Lobachmann machen, denn sie stellt auch die Ehrenpreise zur Verfügung. Und zwar sind das ihre berühmten Babelplatten. Der Torwart von Babel war ja an dem Vielvölkergespräch durcheinander gescheitert. Und daraus hat Elova Kunst gemacht. Und was haben wir für ein Wort? Frieden und Mensch in 100 verschiedenen Sprachen. Ich möchte erstmal die ausscheidenden Vorstandsmitglieder hier besonders ehren. Das ist vor allen Dingen hier unser tüchtiger Kamera- und Fotomann, Herr Andreas Born. Herzlichen Dank für deine gute Mitarbeit. Ja, Sie können sich aussuchen, Frieden oder Mensch, in 100 Sprachen. Der Nächste ist leider nicht mehr in der Lage herzukommen, Hans-Rudolf Brost, hat lange unseren interreligiösen Dialog betreut, ist aber dann aus Altersgründen zu seiner Tochter an den Harz gezogen. Ich habe kürzlich mit seiner Frau telefoniert, es geht ihm nicht sehr gut und er ist auch inzwischen 90 Jahre alt. Robert Bunde, wie gesagt, scheidet heute mit aus, aber wir haben kein Lebenszeichen von ihm, wir wissen gar nicht, wo er steckt. Janis Koudoulakis hat die Verbindung zum Integrationsrat gehalten und da der Integrationsrat heute tagt, er dort. Stefan Hebbel hat aus beruflichen Gründen wegen anderweitiger Überlastung, er möchte bei der Polizei Karriere machen, auf den Vorstandsmitarbeiter verzichtet. Er ist auch heute Abend nicht hier. Und Jürgen Mikus ist schon vor 1,5 Jahren
ausgetreten aus dem Vorstand und auch aus der Europa-Union. Er hat uns als ZBV-Mann, hat nicht so richtig den Arbeitsauftrag für sich selbst gefunden, der ihm Spaß gemacht hätte. Dann haben wir aus dem Beirat die ausscheidenden Beiratsmitglieder Bürgermeister Friedrich Busch bis zur letzten Legislaturperiode. Lieber Fritz, wo bist du? Hast du nicht gesehen? Ich hatte ihn extra eingeladen, ich sage ihm, damit wir dich würdig verabschieden können. Dann der, schon eine Instanz als Bezirksvorsteher hier in Leverkusener Osten, der Raimund Gietzen, der war Jahrzehnte Bezirksvorsteher. Ich habe auch ihn extra persönlich eingeladen, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Wo ist er? Da hinten, Raimund, welche Freude. Hast du deine liebe Frau mitgebracht? Ja, mit nach vorne. Lieber Raimund, für die jahrzehntelange tolle Zusammenarbeit. Und du schaust gut aus. Wunderbar. Dann wird dir Eloba einen ganz schönen Abschiedsdankeschön überreichen. Ja, herzlichen Dank. Raimund, ohne dich wird es schwierig, aber wir müssen durchkommen. Ich hoffe, Europafest ist wieder toll, wo ich jedes Jahr dabei bin. Da freuen wir uns drauf. Dankeschön. Und meine lieben Frau auch ein herzliches Dankeschön. Ja, dann haben wir zu verabschieden unseren Briefmarkenspezialisten, der uns wie viele Briefmarkenausstellungen nach Leverkusen geholt hat. Ungefähr 10, immer mit Sonderstempel und mit Sondermarke. Und das war also immer eine große Freude. Dr. Manfred Mengel, der Vorsitzende der Bayer Briefmarkenfreunde. Lieber Manfred, auch dir ganz herzlichen Dank. Ich danke auch für die gute Zusammenarbeit, die wir immer hatten. Vielleicht warte ich noch mal was an. Freuen wir uns drauf. Brauche ich ja kein Beirat zu sein dafür. Nein. Möchtest du lieber Frieden oder lieber Mensch? Frieden. Danke. Dankeschön. Wunderbar. Dankeschön. Ja, dann den Wechsel habe ich schon angekündigt. Egon Baumgartel wechselt aus dem Beirat in den Vorstand. Und neu im Beirat ist Frau Gisela Schäperklaus, die ist ja vorhin auch mit bestätigt worden. Frau Schäperklaus, herzlich willkommen bei den Leverkusener Europäerinnen und Europäern. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir freuen uns auf Sie. Dankeschön. Ja, das waren die anwesenden Vorstands- und Beiratsmitglieder, die wir hier in hohen Ehren verabschieden konnten. Und damit, oh ja, wir haben auch schon völlig vor, damit kommen wir jetzt gleich zum wichtigsten Teil, den Festvortrag von unserem Festredner, Herrn Dr. Klaus Hens. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Bürgermeisterin Eva Lux, lieber Vorsitzender der Europa-Union Leverkusen, lieber Hans-Georg Mayer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ihnen gratuliere ich erstmal sehr herzlich zu Ihrer Wiederwahl. Man bewegt sich ja da in Kategorien der Zustimmung, mit denen kein Politiker rechnen kann, schon gar nicht hoffen. Aber das ist auch gut, dass das so getrennt ist. Meine Damen und Herren, was liegt vor Europa? Der islamistische Terrorismus innerhalb und außerhalb Europas zielt mit Bomben und Kalaschnikows auf das Herz unserer europäischen Lebensweise. Wachsende Ströme von Menschen fliehen vor Terrorismus, Krieg, Hunger und Katastrophen nach Europa. In 7 nationalen Wahlen in der Europäischen Union im Jahr 2015 könnten sich in 2 oder 3 dieser Wahlen der wiedererwachende Nationalismus durchsetzen. Der Krieg in der Ukraine
Nordeuropa zurückzuwerfen in das Gegeneinander einer vergangenen geglaubten Epoche. Die Staatsschuldenkrise ist noch nicht bewältigt. Die Wirtschaft in der Eurozone stagniert. Die anhaltende Massenarbeitslosigkeit junger Menschen kann den Euro zerreißen. Machen wir uns nichts vor. Die Europäische Union steht vor der größten Bewährungsprobe ihrer bisherigen Geschichte. Und dazu sage ich gleich am Anfang, meine Damen und Herren, wer Europa will, ist wachsam, aber er ist nicht hysterisch. Wir beschwichtigen nichts und niemanden, aber wir schüren auch keine Ängste, weder um uns, noch um unser Land, noch um Europa. Im Gegenteil, wir schöpfen Mut aus der Rückbesinnung auf den Grund der Einigung Europas. Und da sage ich Ihnen, die Väter der Einigung Europas wollten ein kriegsfreies Europa. Ein krisenfreies hatten sie nicht im Blick. Im Gegenteil, die Bewältigung von Krisen in Frieden, Zusammenarbeit und Solidarität ist geradezu der Daseinszweck der europäischen Einigung. Und das können wir und werden wir in diesem Jahr beweisen müssen. Europa wird in den Krisen geschaffen und es wird die Summe der Lösungen sein, die für diese Krisen gefunden werden, hat Jean Monnet gesagt, der große Inspirator und Organisator der europäischen Verträge. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, wie das Nach-Krisen-Europa aussehen wird. Aber das weiß ich. Eine Union, die nur Vorteile verspricht und keine Opfer verlangt, wird diese Bewährungsprobe nicht bestehen. Und ich weiß, dass wir im Angesicht der Krisen nicht auseinanderlaufen dürfen, wenn wir unsere Freiheit, unsere Demokratie und unseren Frieden in Europa verteidigen wollen. Ich habe für den Euro gestimmt. Aber ich habe nie geglaubt, die Einführung einer gemeinsamen Währung für damals 10 Staaten mit ungleicher Wirtschaftskraft und unterschiedlichen Finanzmentalitäten ist ohne Risiken und Krisen zu haben. Ich habe auch nie geglaubt, dass die Einigung Europas der Marktwirtschaft die Krisen austreiben könnte. Ich habe die Wucht der Finanzkrise, die 2008 aus Amerika nach Europa herübergeschwappt ist, nicht vorhergesehen. Aber gegen die Propheten des Untergangs aus der Wirtschafts- und Finanzwissenschaft, gegen die Kohorten der Juristen und Politologen, bin und bleibe ich fest davon überzeugt, dass die Europäische Union, dass die europäische Einigung stark genug und flexibel genug ist, die Krisen, von denen ich gesprochen habe, zu bewältigen. Wir sind mit den europäischen Rettungsschirmen finanziell ins Risiko gegangen. Das kann man wohl sagen. Und wir haben Griechenland, Portugal und Irland vor dem Absturz bewahrt. Wir haben Spanien finanziell Rückendeckung gegeben, damit es sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf seiner maroden Banken ziehen konnte. Wir müssen jetzt mit Sorgen um Italien und Frankreich blicken. Noch sind wir nicht durch. Aber so viel ist klar. Der Euro hat gezeigt, dass er krisenfest sein kann. Die Europäische Union hat sich, ich höre nicht auf, darauf hinzuweisen, meine Damen und Herren, die Europäische Union hat sich als solidarisch erwiesen. Viel solidarischer, als sich das die Euro-Gegner und sogar die Euro-Freunde bei der Schaffung der Währungsunion vorgestellt haben. Und die Krisenstaaten haben gespart und Einschnitte hingenommen, meine Damen und Herren, viel härter und viel tiefer, als wir es uns selbst mit der Agenda 2010 zugemutet haben. Und jetzt nochmal Griechenland. Ja,
Griechenland hat sich in den Euro hineingelogen. Und jetzt sollte es sich nicht in die eigene Tasche lügen. An der griechischen Misere ist nicht Europa oder gar Deutschland schuld, sondern das Versagen der gesamten politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Elite des ganzen Landes über Jahrzehnte hinweg. Aber hören Sie auch, meine Damen und Herren, was ich jetzt gleich sage. Wir sollten selbst aufhören, uns in die eigene Tasche zu lügen. Egal wie die griechische Wahl ausgeht, sie wird uns, die Steuerzahler in den Gläubigerstaaten, viel Geld kosten. Egal, ob der griechische Staatsbankrott dem Austritt des Landes aus der Währungsunion folgt oder der Austritt dem Staatsbankrott folgt oder ob erneut über eine Streckung der Schuldenlast verhandelt wird. Teuer wird es so und so. Trotz aller griechischen Ungereimtheiten und Unverschämtheiten rate ich, erstens, greifen wir nicht mit Warnungen oder Szenarien in den griechischen Wahlkampf ein. Das ist kontraproduktiv und das geht schief. Und zweitens, richten wir uns darauf ein, die Griechen werden den Euro nicht freiwillig aufgeben. Die wollen ihn behalten. Und wir können und dürfen die Griechen nicht rauswerfen. Und wir werden sie nicht in ihrem Elend sitzen lassen, weil wir wissen, der Euro ist nicht zu halten, wenn wir Griechenland loslassen. Denn ich sage Ihnen, wenn das geeinte Europa die Herzen und den Verstand der Menschen gewinnen will, darf es kein Land zwingen, eine ganze Generation junger Menschen in die Arbeitslosigkeit zu verlieren. Wir müssen in der Union den Schritt von der Strategie Reformen durch Sparen zu Reformen durch finanzielle Anreize wagen. Ich hoffe sehr, dass das 300-Milliarden-Programm, das der neue EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vorbereitet, von den Regierungen und Berlin eingeschlossen, meine Damen und Herren, nicht wieder gekürzt und zerredet wird. Wir dürfen diese junge Generation für Europa nicht verlieren, sonst verliert Europa. Ich will jetzt hier nicht des Langen und Breiten über die Alternativen zur Euro-Rettung reden. Natürlich gab es sie und es gibt sie immer noch. An sich ist ganz klar, die Alternative zur Euro-Rettung ist die Nichtrettung des Euro. Das hätten wir auch machen können. Vor 2 oder 3 Jahren. Die Rettung des Euro ist noch nicht bezahlt. Sie wird vielleicht teuer. Nicht mehr so sehr für die Banken, aber für Steuerzahler und Sparer. Das merken wir ja gerade. Darüber kann man auch und muss man auch als Pro-Europäer reden. Ein Zusammenbruch aber des Euro würde gewiss teurer als die Rettung. Für alle. Banken, Steuerzahler und Sparer. Und wenn es Deutschland wäre, das den Zusammenbruch zulässt oder gar fördert, dann kostet uns das nicht nur Millionen, nicht nur Milliarden, sondern auch den Verlust unseres Einflusses und das Vertrauen unserer Partner in Europa überhaupt. Und diesen Preis wollen und dürfen wir Deutschen nicht bezahlen. Die Folgen der Nichtrettung. Die können kein Wirtschaftsprofessor und kein wissenschaftliches Denklabor berechnen. Und wir Deutschen, meine Damen und Herren, Entschuldigung, wenn ich das auch vor Pro-Europäern hier etwas kühl und nüchtern sage, wir Deutschen haben einen Tunnelblick auf die Risiken der Euro-Rettung, vor allem auf die Haftung für fremde Schulden. Die Folgen der Nichtrettung, die blenden wir gerne aus bei dem, was wir diskutieren und kalkulieren. Und diese Folgen lassen sich nicht auf Finanzen und Wirtschaft begrenzen. Sie legen die Axt an die Wurzel der Einigung Europas.
Und wenn wir immer weiter nur fragen, was kostet uns Europa, dann werden wir auch immer weiter nur die Antwort bekommen, zu viel. Nein, wir müssen fragen als Europa-Union und auch alle anderen Europäer, was ist uns Europa wert? Dann bekommen wir die richtigen Antworten. Ich habe nie geglaubt, mit dem Ende des Kalten Krieges könnten wir in Europa in Ruhe unsere Friedensdividende verzehren. Vielmehr ist das Feld für Auseinandersetzungen um Einflusssphären und Machtgewinn nach dem Ende des Kalten Krieges wieder frei geworden. Das ist die Realität der Welt. Die Ukraine gehört zu Europa, aber sie gehört nicht in die NATO und nicht in die EU. Dass das nicht immer unmissverständlich klar gemacht worden ist, war ein Fehler. Ein Grund für Putins völkerrechtswidrige und gefährlichen großrussischen Annexions- und Spaltungspolitiken ist es aber nicht. Putin hat ein doppeltes Ziel. Er will die Ukraine so destabilisieren, dass sie seinen neorussischen Großmachtträumen von selbst anheimfällt. Und er will die Europäische Union spalten, um sie als politisches Gegengewicht auszuschalten. Putin träumt einen gefährlichen alten Traum von einem Großrussland, das alle Russen in sich vereint. Und Putin fürchtet, dass Freiheit und Demokratie in der Ukraine auf sein undemokratisches und wirtschaftlich zerrüttetes Russland ansteckend wirken könnte. Das treibt ihn. Die Furcht, von der ich gerade gesprochen habe, die können und wollen wir ihm nicht nehmen. Europa muss der Ukraine helfen, westliche Werte zu leben. Wir müssen ihr helfen, einen höheren Grad wirtschaftlicher Unabhängigkeit von Russland zu gewinnen. Und sie muss die Freiheit haben, über sich selbst und ihre Zukunft zu bestimmen. Aber Europa, meine Damen und Herren, kann die Ukraine nicht von ihrer Geografie erlösen. Und das heißt, dieses Land muss bei allem, was es tut, mit freiem Willen beachten, dass es eine unberechenbare Großmacht zum unmittelbaren Nachbarn hat. Ich wünsche mir, dass sie nicht nur frei ist, sondern auch klug. Ich darf mal was einschieben, meine Damen und Herren. Ich habe als Präsident des Europäischen Parlaments mal die damalige Ministerpräsidentin von Norwegen besucht, eine Gro Harlem Brundtland, eine großartige Frau. Und das war die Zeit, als es einen Streit gab in der NATO und mit den USA, ob ein amerikanisches Atom-U-Boot einen norwegischen Hafen anlaufen dürfe. Und sie hatte sich entschieden, Nein zu sagen. Und sie hat mir die Begründung dafür gegeben, meine Damen und Herren. Und jetzt denken Sie auch an die Ukraine. Sie hat gesagt, wir werden uns als Norweger niemals von Moskau vorschreiben lassen, was wir zu tun und zu lassen haben. Aber wir werden niemals vergessen, dass eine Supermacht unser Nachbar ist. Das ist kluge Politik, meine Damen. Putins Traum von einem Großrussland aller Russen muss sich die EU durch Sanktionen entgegenstellen. Das tut nicht nur denen weh, auch uns. Aber diese Sanktionen sind nicht dazu da, Russland in die Knie zu zwingen. Sie sollen Putin vielmehr unmissverständlich klar machen, wenn er versucht, im Baltikum die gleichen großrussischen Forderungen durchzusetzen wie in der Ukraine, dann löst er den Bündnisfall aus. Darum geht es dabei. Dies rechtzeitig und deutlich zu machen. Und nicht erst dann, wenn es geschehen ist.
Das ist, sind keine leichten Entscheidungen, meine Damen und Herren, die die Politiker in Berlin, in Paris, in Brüssel und anderswo zu treffen haben in dieser Frage. Bisher ist es Putin nicht gelungen, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union gegeneinander auszuspielen. Merkel und Steinmeier ist es vielmehr gelungen, dass Europa mit einer Stimme spricht in dieser Frage. Und so muss es bleiben. Dann wird Europa auch in anderen Teilen der Welt gehört. Dann ist Europa in guter Verfassung. Sind wir Europäer in die Welt hinausgegangen mit unseren Waren und Waffen, mit unseren Ideen und Ideologien. Jetzt kommt die Welt zu uns zurück mit ihren Konflikten, mit ihren Kriegen und mit ihren Menschen. Im 21. Jahrhundert werden die Bevölkerungsbewegungen, wir mögen sie nennen, wie wir wollen, zu einer der ganz großen Herausforderungen für Europa werden. Experten rechnen mit 200 Millionen Flüchtlingen bis 2050, vertrieben durch Hunger, Armut, Terror, Krieg und Umweltkatastrophen. Und wenn die nicht alle nach Europa kommen, viele werden, und eher die Mehrzahl, werden in ihre Nachbarländer gehen. Dennoch wird Europa zu einem Einwanderungskontinent werden müssen. Weil wir Europäer genau das erreicht haben, was unsere Väter und Großväter vor 65 Jahren erträumt und begonnen haben, nämlich Frieden, Freiheit und Wohlstand für den ganzen Kontinent, weil wir das erreicht haben, sehen die Armen, die Hungernden und die Verfolgten und Geschlagenen dieser Welt in unserer Europäischen Union eine Zuflucht und einen Ort für eine bessere Zukunft. Es sind unsere Erfolge, die uns so attraktiv machen. Und wir werden sie nicht, die Flüchtenden, nicht durch das Meer und nicht durch Mauern aufhalten. Wir können sie nicht mit Stacheldraht und Paragraphen einzäunen. Wir können nicht allen helfen, das ist klar. Aber das ist kein Grund, keinem zu helfen. Angesichts der Zahl der Flüchtlinge, die nach Europa kommen und hier bleiben dürfen, ist die Behauptung, die ich oft höre, Europa schottet sich ab, unsinnig und falsch. Genauso unsinnig und falsch wie die Behauptung, das Boot sei voll. Es ist widersinnig auf der anderen Seite, dass wir Menschen aus Staaten, die schon als Beitrittskandidaten zur Europäischen Union anerkannt sind, immer noch den Status von Verfolgten zuerkennen. Und es ist gut, dass die Bundesregierung vor einigen Wochen damit Schluss gemacht hat. Geht doch nicht an, dass wir den Beitrittskandidaten auf dem Balkan sagen, ihr könnt in die Europäische Union und dann kommen da aus diesen Staaten Verfolgte und Flüchtlinge oder gläubiges Glauben zu sein in die Europäische Union nach Deutschland werden da anerkannt. Es heißt, Deutschland nehme so viele Flüchtlinge auf wie kein anderes Land in Europa. Das stimmt und mein täuschend auch, nun reicht es erstmal. Jetzt sind die anderen dran, ne? Wenn wir ehrlich sind. Und diese anderen verweisen dann darauf, dass sie pro Kopf der Bevölkerung deutlich mehr aufnehmen als Deutschland und sie meinen damit auch, dass Deutschland mehr tun müsste und tun könnte als, das ihr, als ihr Land. Statistisch, meine Damen und Herren, ist das eine wie das andere richtig. Und doch ist diese Statistikhuberei beschämend. Denn es geht nicht um Zahlen, es geht darum, wie wir mit ihnen umgehen. Ein Europa in guter Verfassung muss zu einer gemeinsamen Einwanderungspolitik finden, eher früher als später. Eine Einwanderungspolitik, die der Flucht das Desaströse und der Hilfe das Zufällige nimmt. Die den Flüchtenden schnell hilft und ihnen langfristig eine Perspektive bietet. Und da sind wir in Deutschland verglichen mit anderen europäischen Staaten noch ein gutes Stück zurück, wenn man genau hinguckt. In anderen Staaten dürfen die gleich nach der Ankunft, wenn sie Arbeit finden, auch arbeiten. Das müssen wir auch schaffen, denn das ist eine Perspektive für diejenigen, die zu uns kommen müssen. Und es geht darum, in der europäischen Einwanderungspolitik die Lasten der Integration gerecht zu verteilen.
Meine Damen und Herren, in der Mitte des 20. Jahrhunderts war die europäische Einigung die Antwort auf die Kriege in Europa. Am Beginn des 21. Jahrhunderts ist die Einigung Europas die Antwort auf den Bedeutungsverlust der europäischen Völker in der globalisierten Welt. Ich will Ihnen das mit zwei, drei Zahlen deutlich machen. Vor 60 Jahren stellten die Europäer noch 20% der Weltbevölkerung. Heute sind es 7%. Tendenz sinkend. Der Anteil der Deutschen war vor 60 Jahren an der Weltbevölkerung bei 4%. Heute beträgt er 1,5%. Tendenz sinkend. Europas Problem ist nicht die Einwanderung nach Europa, sondern Europas Problem ist die Illusion der Europäer, unser sinkender Anteil an der Weltbevölkerung bleibe ohne Folgen für die Wirtschaftsmacht Europas, für die Bedeutung europäischer Standards und Werte. Das ist ein Grundirrtum, dem sehr viele Menschen in unserem Land, aber auch in anderen Ländern Europas unterliegen. Eine begrenzte Zeit können wir Europäer dieses Problem mit Erfindungsgeist und Fleiß und Präzision und Zuverlässigkeit noch ausgleichen. Aber China und andere sind nicht nur neue Märkte, das ist klar, das lesen wir jeden Tag in der Zeitung, sie sind auch neue Mächte. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Das chinesische Beispiel verbindet wirtschaftliche Dynamik und relativen Wohlstand mit autoritärer Führung und gesellschaftlicher Unfreiheit. Dieses Gesellschaftsmodell gewinnt in Asien und in Afrika an Attraktivität, ständig. Sind dabei, eine Zollunion zu bauen. Mit wesentlich mehr Menschen natürlich, als es jemals die europäische sein wird. Das chinesische Gesellschaftsmodell gewinnt in Asien und in Afrika an Attraktivität, dagegen verliert das europäische Gesellschaftsmodell, das Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit mit wirtschaftlichem Erfolg und sozialer Gerechtigkeit verbindet, zunehmend an Überzeugungskraft. Das schmälert nicht nur das Ansehen, es verringert auch den Einfluss der Standards und der Werte Europas in der Welt. Das ist die Gefahr für das Abendland. Nicht die angebliche Islamisierung. Nur so viel dazu noch. Ich bin dagegen. Nee, lassen Sie mich vorhin noch was anderes sagen. Ob uns gegen diese Entwicklung, die ich gerade beschrieben habe, TTIP hilft, das geplante, aber noch längst nicht ausgehandelte Freihandels- und Partnerschaftsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union, das will ich jetzt hier nicht weiter erörtern. Aber so viel doch sagen. Ich bin dagegen, dass wir das Kind berechtigter Bedenken gleich mit dem Bade der Hysterie ausschütten. Im Übrigen sehe ich mit geradezu klammheimlicher Freude, wie manche TTIP-Kritiker die EU-Standards im Arbeitsschutz, im Verbraucherschutz, im Gesundheitsschutz, im Umweltschutz, im Tierschutz und so weiter, die sie bisher als völlig verfehlt, unzureichend und schädlich bekämpft und verunglimpft haben, nun gegen die USA lautstark engagiert verteidigen. Da habe ich manchmal meine klammheimliche Freude dran. Europa kann sich nicht abschließen, aber es darf sich auch nicht ausliefern. Wir Europäer dürfen nicht mehr wie früher den Platz einnehmen, der anderen zusteht, aber wir haben das Recht, den unseren zu behaupten. Innerhalb der letzten 40 Jahre ist aus der Europäische Wirtschaftsgemeinschaft von 9 Staaten, eine Europäische Union von 28 Staaten geworden. Und alle sind freiwillig gekommen. Bulgarien und Rumänien hätte man vielleicht noch ein paar Jahre warten können. Allerdings hat die Europäische Union alle, nach
einigen Ängsten und Sehens und Schwierigkeiten verkraftet. Und jetzt genießen die Menschen aus den neuen Ländern die gleiche Freizügigkeit, die jedem EU-Bürger zusteht. Das ist hier und da eine Last, gerade auch für die Kommunen in Deutschland. Ohne Zweifel. Nicht nur bei uns in Deutschland übrigens, auch in Frankreich, Italien oder Großbritannien. Darüber, wie man diese Freizügigkeit sozialverträglich steuern kann, darf gestritten werden. Nicht gestritten werden darf über das Prinzip der Freizügigkeit. Gestatten Sie mir dazu eine persönliche Erinnerung. Ich habe da ein gewisses Alter. Ich kenne aus meiner Kindheit noch ein anderes Europa. Da herrschte auch Freizügigkeit. Aber für Panzer und Bomber statt für Hinterrhein und Erasmus. Für Vertriebene und Deportierte statt für Arbeitssuchende und Lernende. Glauben Sie mir, unser Europa der freien Reise, des friedlichen Austauschs und der religiösen Toleranz ist es wert, dass wir es erhalten und verteidigen, auch dann, wenn es etwas kostet, meine Damen und Herren. Insgesamt waren die Erweiterungen ein Erfolg, aber nun ist die Europäische Union an den Grenzen ihrer Aufnahmefähigkeit angekommen. Wenn sie die überschreitet, drohen ihr Destabilisierung und Auflösung. Die Europäische Union darf sich nicht so weit aufblasen, dass sie platzt. Dazu kommt noch, wer die Europäische Union in eine der großen Konfliktzonen in den euroasiatischen Raum oder in den Nahen Osten hinein erweitern will. Der verwechselt schlichtweg Größe und Gewicht. Der hat den geopolitischen Größenwahn. Den sollten wir uns nicht gönnen. Die Union kann neue Erweiterungen bremsen oder ablehnen, aber ein Land, das drin ist, rauswerfen. Das kann sie nicht. Aber freiwillig rausgehen kann jedes Land, das es wirklich will. Der Vertrag von Lissabon macht es erstmals möglich, dass man aus der Europäischen Union über den Austritt verhandeln kann. Die EU ist schließlich nicht die UdSSR. Ja. Der britische Premierminister David Cameron droht mit dem Austritt Großbritanniens, wenn die Europäische Union nicht nach den britischen Vorstellungen umgebaut wird. Ich sage Ihnen, das wird sie nicht werden, egal ob wir das wollen, also die Deutschen oder nicht, denn das bedeutet eine Änderung der Verträge. Und ich sehe überhaupt nicht, dass es 28 Mitgliedstaaten sich da einstimmig dazu befinden, die Europäische Union jetzt in dieser Krisenlage in irgendeiner Weise umzubauen. Die britische Unabhängigkeitspartei, die immerhin in ihrem Anteil an der Wählerschaft bei 28-29% liegt, will den Austritt in jedem Fall, komme was da wolle. Was die Briten selbst wollen, werden sie nach dem Referendum 2017 wissen. Und wir auch. Vor die einfache und klare Frage gestellt, meine Damen und Herren. Drin bleiben oder rausgehen, werden die Briten Risiken und Chancen nüchtern abwägen und sich für das Drinbleiben entscheiden. Die Briten sind schwierig, aber sie sind nicht dumm. Und wenn doch, dann gilt die alte Volksweisheit, reisende Leute soll man nicht aufhalten. Die Union braucht Großbritannien aus vielerlei Gründen. Wir wollen die Briten nicht rausdrängen, aber wir dürfen uns auch nicht von ihnen erpressen lassen. Die Europäische Union kann auch, schlecht und recht, ohne das Vereinigte Königreich weiter bestehen. In diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, ein paar Worte zu Deutschland. Ohne Großbritannien ist die Europäische Union eine kleinere Union. Ohne Deutschland wäre sie keine kleinere Union, sondern gar keine. Ohne Frankreich übrigens auch.
Unser deutsches Schicksal war und ist und bleibt die Mitte Europas. In der Europäischen Union sind Deutschlands Größe und Macht für unsere Nachbarn erträglich geworden. Unsere Bedeutung ist gewachsen, unsere Verantwortung aber für Europa auch. Nicht nur für uns, sondern auch für Europa. Wir sind zur Führungsmacht in der Union geworden, egal ob wir das wollen, ist das Zeichen, dass ich aufhören wollte. Wir sind zur Führungsmacht in der Union geworden, egal ob wir das wollen oder nicht. Eine kleine Katastrophe, der Akku ist wohl alle. Ich nehme die Stimme, meine Damen und Herren. Ich fürchte deutsche Macht weniger als deutsche Untätigkeit. Das hat der damalige polnische Außenminister Radoslaw Sikorski auf dem Höhepunkt der Finanzkrise gesagt. Ein ungeheuerlicher Satz von einem Polen vor dem Hintergrund der deutsch-polnischen Geschichte. Und er ist keine Lizenz, meine Damen und Herren, für deutsche Herrschaft. Wer herrscht, bleibt allein. Wer führt, nimmt andere mit. Und das ist unsere Aufgabe in Europa. Das erwartet Europa von Deutschland. Führung und zugleich Einordnung. Diesen Spagat müssen Politik und Medien und Bürger hierzulande aushalten. Er ist deutsche Staatskunst in Europa. Und dann geht ein Gespenst um in Deutschland. Die EU stranguliert unsere Demokratie. 80% der deutschen Gesetze werden angeblich von der EU beeinflusst oder gar vorgeschrieben. Lese und höre ich immer wieder. Meine Damen und Herren, dieses Gerede wird auch durch Abschreiben und ständige Wiederholung nicht richtiger. Ich habe es nachprüfen lassen vom Deutschen Bundestag. In Wahrheit sind es weniger als 40%. Und auch nur dann, wenn man Wichtiges und weniger Wichtiges in einen Topf wirft. Und da ist dann das Gespenst des Brüsseler Zentralismus. Wohlan denn, meine Damen und Herren, schauen wir mal genauer hin, wenn es um wirklich Wichtiges geht. Der Ausstieg Deutschlands aus der Kernenergie war, egal ob der eine oder andere, wie der eine oder andere dazu steht, eine zentrale, wirklich zentrale Zukunftsentscheidung für Deutschland wie für Europa. Da war eine rein deutsche Entscheidung. Brüssel ist nicht mal konsultiert worden und da gibt es Leute, die schwatzen vom Brüsseler Zentralismus. Über den deutschen Energiemix wird weiterhin in Berlin entschieden, nirgendwo sonst. Und es gibt Leute, die schwätzen über Brüsseler Zentralismus. Das erneuerbare Energiengesetz, egal ob gut oder schlecht gemacht, ein rein deutsches Gesetz. Die Finanzierung und die Organisation der großen Sozialsysteme für Altersversorgung, Gesundheitspflege und Arbeitslosigkeit, das sind die Säulen der europäischen Sozialstaatsgesellschaft. Sie sind und bleiben national. Über den Einsatz deutscher Soldaten, ein zentrales Element jeder europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, beschließt nicht irgendein EU-Gremium, sondern der Deutsche Bundesrat. Und dann schwätzen immer noch Leute über den Brüsseler Zentralismus. Ich könnte die Liste der Beispiele fortsetzen. Ja, aber, da ist doch diese Bürokratie in Brüssel. Langsam, schwerfällig, undurchsichtig und undemokratisch. Ja. Da könnte und müsste sicherlich manches schlanker werden, effektiver werden und transparenter werden. Aber immerhin, meine Damen und Herren, handelt es sich um die Verwaltung für eine Union mit einer 500 Milliarden Menschen in 28 unterschiedlichen Staaten. Und wir von der Europa-Union wissen, das habe ich bewundert gesehen heute, gerade beim Anfang der Mitgliederversammlung. Wir von der Europa-Union wissen, ohne Organisation
verkommt die Vision von einem einigen Europa zur Illusion. Und das wollen wir nicht. Da kann man viel meckern an Brüssel. Aber es ist die Grundlage dafür, dass das, was wir und unsere Väter einmal als Vision gehabt haben, auch tatsächlich in die politische Wirklichkeit gebracht worden ist. Dafür sind wir eher dankbar, als dass wir da ewig dran rummeckern. Die Europäische Union, der Euro, braucht eine engere und verbindlichere Koordination der nationalen Wirtschafts-, Finanz- und Haushaltspolitik. Und das wird ein weiteres Stück nationaler Souveränität kosten. Machen wir uns da nichts vor. Aber alle europäischen Staaten, die Großen wie die Kleinen, stehen vor der Wahl, ob sie nationale Souveränität an die Union übertragen oder an die Finanzmärkte verlieren. Vor dieser Wahl stehen wir alle miteinander in der Politik. Und da ist es keine Frage, jedenfalls für mich nicht, was vernünftiger und was demokratischer ist. Mir ist es jedenfalls lieber, dass demokratisch gewählte Regierungen in Brüssel über das Wohl und Wehe der Europäer entscheiden, als dass das in New York, London oder Singapur eine selbsternannte Hundertschaft von schnöseligen Finanzdealern mit dem Schicksal ganzer Völker in Europa Monopoly spielt. Ja, die Union hat an Macht gewonnen in den vergangenen 30 Jahren, am meisten das Europäische Parlament, innerhalb einer einzigen Politikergeneration, meine Damen und Herren, ist aus dem Beratungsparlament ein Gesetzgebungsparlament für 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger geworden. Aber es ist keine Kopie eines nationalstaatlichen Parlaments. Und ich füge hinzu, es darf auch keine Kopie werden, weder des Bundestages, noch des britischen Unterhauses oder der französischen Nationalversammlung. Die Unionsdemokratie insgesamt kann nicht nach einem nationalstaatlichen Schnittmusterbogen funktionieren und sie sollte es auch nicht versuchen. Da fällt mir ein, ich habe da eben ein Vokal, ein Wort gebraucht, von dem ich fürchte, dass eine ganze Menge von Ihnen das nicht mehr versteht. Schnittmusterbogen. Danach hat meine Mutter unsere Kleider 1945, 46, 47 in die 50er Jahre hineingeschneidert. Jetzt kommt Mutter auch mal vor ihr. Die Unionsdemokratie hat kein Vorbild, an dem sie sich ausrichten kann. Sie muss sich ständig selbst erfinden. Und da können wir sie kritisieren. Aber wir sollten nicht ständig an ihr herummeckern. Schon gar nicht sollten wir sie mit dem Etikett demokratisches Defizit bekleben. Wir sollten sie preisen als das, was sie ist. Das erste und einzige Projekt einer transstaatlichen Demokratie in der Welt. Das ist Europa. Demokratie in Europa wird nicht durch mehr Macht für Brüssel bedroht. Die Gefahr der Demokratie liegt in der Macht der Googles, Facebooks und Apples dieser Welt. Sie liegt in den Übergriffen der Geheimdienste, befreundeter und gegnerischer Staaten. Die sind dabei, Menschen weltweit in einer Weise zu überwachen, zu sortieren vor allen Dingen und zu evaluieren, wie es keine nationale Verfassung und auch nicht der EU-Vertrag erlaubt. Das ist ein Angriff auf unsere Form der Demokratie, auf die Existenz der Demokratie überhaupt. Nur mit der Europäischen Union, in der Europäischen Union und mit ihr haben wir eine Chance, diesen Angriff mit Erfolg abzuwehren. Der Anfang ist gemacht. Jetzt kleine Sache. Es war nicht das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Es war der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, der vor einem halben Jahr mit dem Recht auf Vergessen dem Konsortium der weltweit agierenden Konzerne elektronischer Medien erste Grenzen gesetzt hat. Europa, dass das gemacht wird und durchsetzen wird. Die Europäische Union kann und muss stärker werden. Sie muss und kann sich fester zusammenschließen, sie kann und muss entschlossener handeln. Aber verschonen wir, meine Damen und Herren, das real existierende Europa vor übertriebenen Erwartungen. Verteidigen wir es gegen haltlose Verdächtigungen. Verteidigen wir unser Europa gegen den islamistischen Terrorismus und
verteidigen wir es auch gegen die, die sich in den Mantel der Demokratie hüllen. Nicht, um ein demokratischeres Europa zu schaffen, sondern um Europa überhaupt abzuschaffen. Bitte? Ist doch klar, wen ich meine damit. Oder soll ich erst den Namen dieser Bewegung aussprechen? Die Union löst die Völker und Staaten Europas nicht auf. Auch ein europäischer Bundesstaat wäre und bliebe ein Vielvölkerstaat. Seit 6 Jahrzehnten hämmern und schrauben wir nun an dieser Union herum, bauen an und bauen um. Nach der alten Handwerkerweisheit passt, wackelt und hat Luft. Da knirscht es hin und wieder, da kracht es hin und wieder. Aber das Ganze hat sich als haltbar, weil flexibel erwiesen. Und jedenfalls haltbarer, meine Damen und Herren, als jede andere Ordnung in Europa der vergangenen 200 Jahre. Ein Blick auf die europäische Geschichte macht Mut. In diesem Jahr 2015 jährt sich zum 200. Mal der Wiener Kongress von 1815. Da haben Kaiser, Könige und Fürsten dem Kontinent auf ihre Weise eine neue Ordnung gegeben. Das Metternichsche Europa hielt 44 Jahre. Die nächste gesamteuropäische Ordnung war eine der 5 Großmächte. Sie wurde auf den Schlachtfeldern von Sevastopol, Königsgrätz und Sedan geboren und war nach 45 Jahren vor Verdun und Isonzo zerschmettert. Danach diktierten die Pariser Vorortverträge Versailles, Saint-Germain und Trianon von 1919 und 20 eine Ordnung der Nationalstaaten. Und die ging schon 25 Jahre danach, 1945, unter in einem Inferno von Blut und Hass und Verwüstung. Unsere Europäische Union hält nun schon 65 Jahre zusammen. Länger als jede dieser anderen von mir zitierten Organisationen. Sie hält zusammen auf der Grundlage der Freiwilligkeit, der Versöhnung, der Solidarität und der Toleranz. Sie hat die Spaltung Europas überwunden. Sie ist die erste europäische Ordnung, die von Demokratien gegründet wurde. Sie ist das größte zivilisatorische Projekt, das die Völker Europas jemals hervorgebracht haben. Deshalb, meine Damen und Herren, weg mit diesem miesepetrigen Nationalismus, mit der intoleranten Großmäuligkeit und vor allem weg mit europäischer Kleingläubigkeit. Wir laufen in der Krise nicht kopflos auseinander. Wir stehen zusammen. Wir halten an der Einigung Europas fest, die Europa-Union, mit politischem Augenmaß, demokratischer Standfestigkeit und besonnener Leidenschaft. Frieden oder Mensch in 100 Sprachen. Da ich eine schon habe, muss ich die andere kriegen. Welche Handelsplatte hatten die Frieden letztes Mal? Ja, da weiß ich noch Menschen, aber jedenfalls das mit den Füßen. Okay. Ganz herzlichen Dank. Wunderbar. Ja, das war natürlich ein Umfang.
umfassender, spannender Vortrag, der uns wieder Mut gemacht hat, weiter uns für Europa einzusetzen. Und ja, wir haben eigentlich nicht mehr sehr viel Zeit. Gibt es noch wichtige Fragen? Nein, denn es ist ja Brigitte. Ja, ich habe doch noch eine Frage. Wie schätzen Sie den Stellenwert dieses transatlantischen Abkommens zwischen Europa und Amerika ein in Bezug auf Entwicklung in der Äußerung unserer Wirtschaft? Ja, den Stellenwert. Ja. Also, wie ich den Stellenwert des Freihandels- und Partnerschaftsabkommens mit den Vereinigten Staaten einschätze, was ich sage. Und ich setze ihn sehr hoch. Nicht bloß will ich das nachreden, was bei Ihnen gesagt wird, mit den Arbeitsplätzen, die er schafft und so weiter und so weiter. Das kann kein Mensch wirklich korrekt ausrechnen. Aber ich schätze es ein, im Blick auf die, als hoch, im Blick auf die Folgewirkungen, die es hat, wenn es nicht zustande kommt. Ich habe gerade schon in einem Nebensatz erwähnt, in Asien, in Südostasien geht es darum, eine neue Wirtschaftszone zu schaffen, die mehr ist als nur eine Zollunion. Da werden sich, egal ob China mitmacht oder nicht, die Vereinigten Staaten und andere große Wirtschaftsmächte in diesem Raum zusammenfinden und eine eigene Wirtschaftszone, einen eigenen Wirtschaftsraum schaffen. Und meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, die werden dann die Standards setzen und dann werden wir uns darüber ärgern, dass wir es nicht rechtzeitig begriffen haben, was in der Welt gespielt wird. Ja, aber kommt jetzt. Keine Fragen mehr sind? Nein. Ja, wir sind in der Zeit, wir hatten gesagt, es geht halb neun, wollten wir gerne. Und ist es halb neun. Macht es faktisch. Auf den Punkt. Jetzt spricht unsere Bürgermeisterin und Landtagsabgeordnete und Europäerin Eva. Sehr geehrter Dr. Hensch, lieber Klaus. Lieber Wolfgang Buschke, ist gerade eben weg. Ja, sehr geehrter Dr. Mayer, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich mich nochmals ganz herzlich bei dir, Klaus, für diesen Vortrag bedanken, der uns zum Nachdenken und zum sorgsamen Umgang mit unserer Europäischen Union auffordert. Und ich gratuliere natürlich dem neu gewählten, ganz frisch neu gewählten Vorstand und wünsche ihm im Namen der Stadt Leverkusen viel, viel Erfolg bei seiner weiteren wichtigen Arbeit. Ja, meine Damen und Herren, als die Europa-Union Leverkusen zu diesem Jahresempfang einlud, da ahnte noch niemand etwas von dem ungeheuren Verbrechen, das vor wenigen Tagen Paris, ganz Europa, ja die ganze Welt erschüttert hat. Diese tragischen Ereignisse überschatten auch heute dieses Treffen friedliebender Europäer, die sich seit Jahrzehnten gemeinsam für Frieden und Völkerverständigung einsetzen. Diese Überzeugung ist die Lehre aus bitteren, blutigen Kriegen, die Millionen von Menschenleben gekostet haben. Die Anschläge von Paris sind uns gleichzeitig Mahnung. Wir dürfen nicht nachlassen in unserem Einsatz für ein friedliches, für ein tolerantes Zusammenleben. Ich bin froh, dass der Leverkusener Rat der islamischen Gemeinschaften die Morde von Frankreich scharf verurteilt hat, als niederträchtigen Angriff auf die Menschheit. Er steht damit eindeutig zu den freiheitlichen Werten unserer Gesellschaft. Und eine Stunde vor unserer Veranstaltung hat der Leverkusener Integrationsrat
in unserem Ratssaal offiziell seine Anteilnahme mit den französischen Opfern bekundet, so wie wir das hier vorhin auch getan haben. Meine Damen und Herren, Europa, das ist in Leverkusen kein fernes, unwirkliches Konstrukt. Europa ist hier in Leverkusen täglich gelebte Realität. Am 30. November lebten hier 21.500 Ausländer. Hinzu kommen noch 17.650 mit einem zweiten deutschen Pass. Und die vielen, die schon lange hier eingebürgert sind und statistisch gar nicht mehr gezählt werden. Über 100 Nationen leben und arbeiten in unserer Stadt zusammen. Und dank der Europa-Union feiern sie auch zusammen. Dr. Meyer hat schon auf das beliebte Europafest hingewiesen, das traditionell den Freiluftkultursommer hier im Park eröffnet, mit Beiträgen der hier lebenden Migrantenverein und dem interreligiösen Journalismus. Europäische Realität in Leverkusen, die funktioniert erfreulich gut, aber sie lebt nur dank bewusster Anstrengungen auf allen Ebenen der städtischen Gesellschaft für ein friedliches, für ein respektvolles Miteinander. Dr. Hensch hat den Wert deutlich gemacht, den das Europäische Parlament als Ort hat, an dem miteinander gesprochen und auch gestritten wird, über gemeinsame Positionen und gemeinsame Ergebnisse. So wie auf der großen Politbühne ist es hier auch manchmal auf lokaler Ebene. Aber wo sonst soll so ein abstrakter Begriff wie Europa erfahrbar sein, wenn nicht hier vor Ort, in unserem alltäglichen Leben? Das geschieht in Kinderdörfern, wo Kinder verschiedenster Nationen zusammen spielen, zusammen lernen. Das geschieht in unseren Schulen, die vor der Herausforderung stehen, unseren Nachwuchs bestmöglich vorzubereiten auf das Berufsleben. Alle wurden von der Stadt Leverkusen mit interreligiösen Wandkalendern ausgestattet. So wird schon im Kindesalter das Verständnis für verschiedene Religionen und Bräuche geweckt. Und schließlich ist gemeinsames Feiern die schönste Art, aufeinander zuzugehen. Nicht zu vergessen die Vielzahl an Schulpartnerschaften und Bürgerbeziehungen im Rahmen von Städtepartnerschaften. Wir, die Stadt Leverkusen, fördern solche internationalen Erfahrungen ganz aktiv. Leverkusen, Sitz von multinationalen Weltkonzernen und international agierenden Unternehmen, lebt schließlich vom internationalen Miteinander. Und deshalb freuen wir uns auch darauf, Jugendliche aus ganz Europa hier willkommen zu heißen, wenn das Europäische Jugendparlament, in dem Dr. Hensch auch im Kuratorium sich engagiert, im März in Leverkusen tagt. Unterstützt wird dieses Treffen nicht ohne Grund von der Bayer AG und der Bürgerstiftung unserer Sparkasse Leverkusen. Meine Damen und Herren, Europa ist für Leverkusen ein ganz vitales Anliegen. Und die Stadt Leverkusen ist ganz bewusst der Europa-Union als Mitglied beigetreten, weil sie mit ihren vielfältigen Aktionen den Europa-Gedanken in die Kommune hineinträgt. Und selbstverständlich rollen wir auch gerne immer wieder den roten Teppich aus und öffnen die Türen zu unserer sogenannten guten Stube der Stadt, wenn so hochkarätige Gäste wie Herr Dr. Hensch oder die vielen anderen uns hier die Ehre geben. Ich darf Sie also nochmals ganz herzlich auch im Namen der Stadt hier willkommen heißen zum Neujahrsempfang unserer Europa-Union Leverkusen. Dr. Meyer hat es eben schon gesagt, die Mitglieder haben wir ein Buffet mit internationalen Spezialitäten vorbereitet und dafür auch mein ganz herzliches Dankeschön. Und nun wünsche ich Ihnen, uns, gute Gespräche an diesem gemeinsamen Abend. Aber vor allem wünsche ich uns, dass wir weiterhin in dieser guten Einigkeit, in dieser guten Gemeinschaft zusammenstehen, in unserer Überzeugung,
und unserem Einsatz für Frieden und Völkerverständigung. Vielen Dank. Bitte, wo, was? Du hast doch kein Wort. Ich habe kein Wort. Ja, nein. Hallo. Das was soll ich denn sagen? Das macht die Tür auf. Ja, das Buffet ist eröffnet. Ich mach jetzt die Tür auf. Dann machen wir die Tür auf. Ich mach mal Schar open.